Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moon of Madness. So, wir sind jetzt mal hier, hier halb gestorben. Dann sterben wir hier nicht in dem Spiel. Oder halb achtköpfiges Monster, das sind wir jetzt als nächstes auf jeden Fall. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Und wollten wissen, was dieser Schatten hinten ist. Was sind sie hier? Das mysteriöse Büro untersuchen. Meeting at 512? That's oddly specific. The CEO of Orochi was here. It makes no sense. On Earth. It's probably a four-letter word. 512, ja, wird wahrscheinlich der Dinger sein, aber das sind vier Dinge, die ich brauche. Ach, guck mal, vielleicht hier? Wir schauen uns erstmal um. 4.23 Uhr. New Eden. Orochi is planning on building a city here. A failsafe. There is no escape. The dream will consume them. They are inevitable. Also wenn man hier eine Kamera hinstellt, ist schon ein bisschen komisch, würde ich sagen. Aber okay. The clock is stuck on 4.23. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Genesis 3:23. Ich hoffe, ich muss mir nicht alle Daten merken. Oh. Da bewegt sich auf jeden Fall was hinter diesen Schatten hier. Okay, PC benutzen. Zugangscode. Okay, mal schauen, wie das hier funktioniert. Fällt mir ja gerade ein. Warte mal, wie hieß das Ding hier? Eden, warte mal. Vier Buchstaben. Jens gerade mal. Ha! Wahnsinn. An emergency failsafe if Project Eclipse is released. If I can lower the shield, I can get out of this room. Once it is broken, the rush is upon you. You don't get to be the same person after they get in. Ich finde die Stimme immer cool im Hintergrund. Also eine deutsche Synchronisation würde ich mir zwar wünschen für das Spiel, aber ich finde es schon cool gemacht. Oh, Neigungswinkel einstellen. Alles klar. I'm getting out of here. I wonder if those consoles have anything to do with Project Eclipse. Was was? Schauen wir mal, was haben wir hier? Gar nicht rumspielen groß. Ich drücke einfach mal überall rum.
Also Licht haben wir an. Standby, okay. Also ich denke mal, ich muss das irgendwie hinkriegen. Damit sich die Rollläden öffnen. Was sind aber hier viele? Okay, ich habe die Beleuchtung an. Gibt es hier noch was zu drücken oder irgendwie zu sehen? Das hier, Stase aktiviert, Stays. Sogar habe ich mir doch schon verschafft. Dann muss ich das hier nach einstellen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Ah, Mann. Also irgendwie ja. Ich habe hier einen Haufen Daten stehen, aber boah, das war mal ein schönes Bildschirmzimmer. Wahnsinn. Sorry Leute, ich lasse mich jetzt gerade ablenken. Also ich muss es irgendwie öffnen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie. Vielleicht mache ich das mit dem Licht falsch. Leuchtung 100%. Aber Klanglandschaft, was heißt denn Klanglandschaft? Guck mal da, bin ich doof. Lightning 20. Ah, okay. Okay, dann brauchen wir 10%. Ne, 100% bei...
Okay, dann werde ich jetzt mal eine Weile rumspielen hier, Leute, mal wieder, wie so oft. Und sobald ich rausgefunden habe, wie es geht, oder wenn ich die richtigen Einstellungen habe mit 100 und 120, dann werde ich mich wieder einklicken für euch. Also bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt hier rumgedoktert. Ich habe jetzt auch das alles angeschaltet irgendwie. Ihr könnt jetzt mal gucken hier bei mir. Ich habe jetzt hier die oberen Regler beim Sound bei 4, der untere bei 3. Hier links habe ich da ja zwischen 2 und 3 von rechts. Oben habe ich die Schalter, gehen wir ein bisschen nach da, seht ihr auch. Die oberen drei rechten habe ich nach oben, die unteren habe ich abwechselnd. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht und es funktionierte. Und es geht los. So, was war das? 512 stand am anderen Computer. Danke fürs Gespräch. Abschalten. Our family therapist's office. I can still smell the musty leather sofa in the corner. My parents took me here when I started having night terrors. Its own mouth, and all it does is devour books. I was insatiable. I learned to see data where no one had ever thought it would consume me, strip me of my accolades, and it would affect my son. Okay, weiß noch nicht, was passieren wird, aber irgendwie sehr creepy alles. Can anyone tell me how to access the space between dreams? Die Türen des Lichts, das heißt die sagenumwogenen Straßen Agathas, führen durch Raum und Zeit. Excellent try, Gloria. However, while the roads of Agartha do traverse the vastness of time and space, the corridors between dreams are a separate sort of passageway, and the two only intersect in very rare places. Die Türen des Universums, Wurmlöcher und Ereignishorizonte bieten die Möglichkeit, an unmögliche Orte zu gelangen. That's very cutting edge, Adam. And while the full answer to that is quite complex, that is still incorrect. Was dann korrekt? Die Tore des Himmels. Gott hat die Schlüssel für die Türen des gesamten Universums. Kraft seiner Gnade dürfen wir sie betreten. Ist klar. What a distinctive answer, Rupert. That is an interesting theological paradox. But it is wrong. Oh.
bisschen zu weit, ne? Wir haben hier alles. Ah, ne, hier. Korrekt. Die Träumenden, die Träumer waren, die Träumer sind und die Träumer werden sein. Nicht in den Welträumen, die wir kennen, sondern dazwischen. Very good. The answer is the dreaming ones. The dreaming ones were, the dreaming ones are, the dreaming ones shall be. Not in the spaces we know, but between. They walk serene and primal, undimensioned and to us unseen. They can teach us deep knowledge, secrets past the skin of eternity. Alter, ich komme mir vor wie der Letzte hier. Oh, umdekoriert. I'm having a hard time noticing when it's happening. Yesterday, I saw a light streaming through the kitchen. Always been an isolate, isolated by knowledge. Imagine discovering a dictionary of new words to describe the universe. Words that no one else could ever know. The promise of limitless knowledge to an insatiable mind. Is it any surprise I struggle with domesticity? But I had to make a choice. I'm sealing it away. I have to try. Shake. Universe. Jetzt frage ich mich, jetzt hat sie hier aber so ein, eine Fernbedienung liegen, aber ich habe weder Radio noch Fernseher gesehen. Ja, komisch, komisch. Das Necronomicon. Once you open the book, it's already too late. It's always too late. Orochi, this week, they've approached me. Ach, das Teil selbst ist es. Ah, okay. Wow. Mann, 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 müssen wir immer so erschrecken. Bleib weg. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Why are you doing this? They cannot awaken. The moons bend above us. It is all but a brilliant equation. Please, I need you to help me. I thought I am. I was. I will. God damn it, who are you? Shane. I'm sorry, Shane. I've made so many mistakes. You were never supposed to be here. Mom? Why are you... How did you get here?
My curiosity led me here. The pages of the Necronomicon revealed a mathematics I had never encountered, and a pathway to the dream world. I didn't know that once I made the choice, I could never return. The decision has weighed on me ever since. Weighed on you? Do you have any idea what that did to us? To Dad? When you left, it broke him. We searched for you for years. Shane, please, listen. Has it been you this whole time? In the base, haunting the crew? Driving us crazy with these nightmares? Stop! The struggle tears at my soul. It takes every ounce of concentration I have to remain here. I need your help, son. We must act quickly. When the ship passed between the moons, the twin dreamers were disturbed in their slumber. All the chaos you've witnessed, the filth, that creeping horror is only a fraction of the destruction that it can bring. If they corrupt the engine, the moons of Mars, the dreaming ones will awaken, and they will devour all of reality. You left me. You left us for a delusion. What the fuck do you care about reality? Reality is where my son lives. What do I need to do? Find the Gaia engine. I will help you do what must be done. Help me, Shane. Help me undo what has been set in motion. Please don't leave again. Don't worry. We'll solve this. Together. Alles klar. Die eigene Mutter war das. Deswegen kann mir auch nichts passieren. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich das Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin muss. Ich fahre einfach mal. Schlafe ich denn jetzt ein? Hallo? What the hell? Shit! Hast du die Augen offen? Shane. Shane? Declan! Sorry, I don't know what happened. There's so much more down there, Declan. Clones, mind control, the dreamers, the dreaming ones. Declan, we have to find the Gaia engine. It's the only thing holding them back. Everything. The filth, the nightmares, my hallucinations, they're connected. We need to find the engine. Okay. Shane, slow down. We're inside. You need to get here as soon as possible. Hell if I'm staying here. We have to find it. Okay. We'll find this machine. Because as much as I don't have any idea what you're talking about, it makes more fucking sense than anything else that's happened today. So, Leute, wir machen heute mal ganz nicht so lange Folge und machen hier erstmal Schluss. Wenn ihr wissen wollt, ob wir die Maschine finden, ob wir das alles aufhalten können, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Moons of Madness. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.